Paul ist doch sonst so vernünftig. Ich verstehe gar nicht, was mit ihm los ist. Aber es ist doch trotzdem nicht okay, in seinen Sachen zu wühlen. Ich weiß, aber was hätte ich denn tun sollen? Er redet ja nicht mit mir. Es gibt halt Dinge, über die redet man nicht mit Mutti. Mädchen? Du denkst, Paul ist verliebt? Kann doch sein, oder? Lars glaubt das auch. Aber das erklärt nicht, warum er ein Jahr vorm Abi die Schule wechseln wollte. Vielleicht geht diejenige ja auf die andere Schule. Aber warum sagt er das denn nicht einfach? Kann man mit mir nicht reden? Klar kann man doch. Du bist doch so verständnisvoll. Meistens jedenfalls. Aber vielleicht denkt Paul einfach, dass er langsam alt genug ist, um das mit sich selbst abzumachen. Wahrscheinlich hast du recht und ich habe mich völlig umsonst total verrückt gemacht. Aber im Moment kommt's auch knüppeldicke. Erst die Sache mit Anne und Elisabeth. Und jetzt spielt Paul auch noch verrückt. Und Carla vermisst du bestimmt auch. Das krieg ich schon irgendwie hin. Wer doch gelacht. Hm? Weißt du was? Vielleicht sollte ich mal mit Paul reden. Das würdest du tun? Klar. Lisa, wenn einer von euch sich erwachsen verhält, dann bist du das. Bist du heute zum Abendessen da? Mal sehen. Paul? Was denn? Ich würde gern mit dir reden. Ja. Muss das jetzt sein? Ja. Das muss ja mächtig wichtig gewesen sein. Nee, nur Konstantin. Wieso? Ach, und deswegen lässt du Susanne einfach stehen? Sag mal, merkst du noch was? Du benimmst dich wie der letzte Arsch. Ihr geht es deinetwegen richtig mies. Jetzt übertreib mal nicht. Oh, du bist so rücksichtslos. Wahrscheinlich hast du noch nicht mal mitgekriegt, dass Susanne echt Stress hat. Und Carla vermisst sie auch. Ist das meine Schuld? Nein, vielleicht nicht. Aber ich verstehe nicht, warum du alles noch schlimmer machst. Wieso sagst du ihr denn nicht einfach, wo du gewesen bist? Kann ich dir helfen? Das wäre nett, ja. Susanne, ich glaube, ich muss dir da was erklären. Wenn du nicht reden willst, dann musst du es auch nicht. Es tut mir leid, dass ich dich vorhin gedrängt habe. Nee, schon gut. Ich mache mir eben Sorgen. Du bist in letzter Zeit so anders. Sorry, aber ich habe jemanden kennengelernt. Du hast dich verliebt? Ja, und am Wochenende waren wir zusammen weg. Warum hast du das nicht gleich gesagt? Wie heißt sie? Wie habt ihr euch kennengelernt? Und warum bringst du sie nicht mal mit? Sagte ja. Okay, ich habe verstanden. Ich nehme weder Drogen, noch baue ich irgendeinen anderen Mist. Aber? Aber? Aber ich denke, inzwischen bin ich alt genug für ein Privatleben. Da hast du wahrscheinlich recht. Das heißt also, du bist damit einverstanden, dass ich dir in Zukunft nicht alles erzähle? Das muss ich ja wohl, oder? Die Hotelsuche geht weiter. Na, Ihnen kann das doch nur recht sein. Oh, da bist du ja endlich. Was ist los? Ich brauche deine Hilfe. Du? Eine Cola, bitte. Ja. Stell dir mal vor, Onkel Lars hat mich vor die Tür gesetzt. Dabei bist du so ein guter Mensch. Und Hotelzimmer sind so teuer. Außerdem ist gerade Messe. Düsseldorf ist berühmt für seine Messe. Danke. Deswegen brauche ich ja deine Hilfe. Soll ich mit dir auf die Schuhmesse gehen? Fällt dir da nichts Besseres ein? Du bist doch bestimmt ab und zu mal einsam in deinem Penthouse. Hallo Konstantin. Frau Siebert. Wenn Sie wollen, kann ich Sie gleich in die Schule mitnehmen. Ich bin auch krank. Das sehe ich. Ja, dann ist ja alles geklärt. Konstantin, das ist weder witzig, noch sind Sie krank. Also, kommen Sie mit. Ich muss gleich zu meinem Hausarzt. Das wird Konsequenzen haben. Was bildet dein Freund sich eigentlich ein? Hey, er hat's bestimmt nicht so gemeint. Er hat mir direkt ins Gesicht gelogen. Dabei will ich ihm doch nur helfen. Wollte ich bis jetzt zumindest. Konstantin macht eben eine harte Phase durch.
Mir sah er ganz fidel aus heute Morgen mit der Cola in der Hand und der Nichte von Lars an seiner Seite. Er hatte mega Krach mit dem Grafen. Ja, und die Suche nach seinem Vater war auch ein Flop. Frau Aselmeier jedenfalls überlegt sich, Schritte gegen ihn einzuleiten. Was mischt die blöde Kuh sich da eigentlich ein? Falls es dir entgangen ist, seit 2 Wochen ist sie Direktorin an unserem Gymnasium. Du kannst ihn doch nicht zwingen. Wenn er nicht will, dann will er nicht. Es gibt Regeln, an die muss auch er sich halten. Frau Aselmeier schlug vor, eine Ordnungsmaßnahmenkonferenz einzuberufen. Wow, runder Tisch für Konstantin. Ja, der wird ja vor Glück jubeln. Allerdings wollte sie das von meiner Zustimmung abhängig machen. Ja, du warst ja hoffentlich dagegen. Richte bitte deinem Freund aus, dass ich ja gesagt habe. Vielleicht bringt ihn das ja wieder zur Vernunft. War doch geil, oder? Ich gehe jetzt duschen. Also so habe ich das nicht gemeint. Ich auch nicht. Hey, was machst du bloß, Alter? Hättest du was gesagt, hätte ich dir was übrig gelassen. Willst du einen Schluck von mir? Ey, du kippst hier den Shampoos in dich rein. Das Abi ist dir scheißegal. Hat dich deine kleine Lehrerin geschickt? Wenn du es genau wissen willst, ja. Gut, dann bestell dir einen schönen Gruß von mir. Sie kann mich mal. Sag mal, bist du blöd? Es geht nicht um Anne, es geht um dich. Kümmer dich um deinen eigenen Kram. Was ist denn aus dir geworden? Ein verwöhnter Schnösel, dem alles egal ist. Komm, Paul, noch einen Schluck. Mensch, noch ein Jahr, das ist nichts. Wir wollten das Abi gemeinsam durchziehen. Paul, sieh dich um. Wozu brauche ich Abitur? Ich hab schon alles. Ich verstehe dich nicht. Jeder normale Mensch mit Abitur, guter Ausbildung, abgeschlossenem Studium, kann sich auch nicht mehr leisten als so eine Hütte hier. Ey, was redest du für einen Scheiß? Bei den meisten reicht's vielleicht gerade mal für eine schicke Altbauwohnung mit Parkett und Stuck und dem ganzen Schnickschnack. Klar, du hast gut reden. Was kann ich denn dafür, dass ich im Geld schwimme? Warum soll ich mir den Arsch aufreißen? Nenn mir einen vernünftigen Grund. Das, was du in der Schule und später im Studium lernst, ist gut für deinen Kopf. Ich sagte einen vernünftigen Grund. Was ist nur aus dir geworden? Ein Mann mit Durchblick. Sollen sich die anderen doch abrackern? Nee. Weißt du, was du bist? Du bist ein blöder, arroganter Sack, der es vorne und hinten reingeschoben kriegt. Danke. So früher hattest du mal sowas wie Stolz. Jetzt bläst du dich hinter dem Rücken deines großen Bruders auf und glaubst, du bist sonst wer. Seitdem du deine Lehrerin vögelst, bist du die Langeweile in Tüten. Lerngruppe, Abi, NC. Sag mal, hast du irgendwas anderes in der Birne? Noch ein Wort über an und es knallt. Was denn? Gibt sie dir erst wieder Französisch, wenn ich im Unterricht auftauche? Was? Ja,